Liebe GymFit-Member, in den nächsten Tagen und Wochen ist es besonders wichtig, dass ihr an eure Gesundheit denkt und euch regelmäßig bewegt. Damit ihr auf eure Phantom-Stunden nicht verzichten müsst, habe ich für euch ein Phantom Basic Workout vorbereitet. Dieses Workout könnt ihr ganz ohne Hilfsmittel ausführen. Zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten, genau dort, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Bitte achtet auf die Levels. Startet immer mit dem Level 1 und erhöht den Level erst dann, wenn die Technik stimmt. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und alles kommt wieder gut. Trainiert regelmäßig. Wir sehen uns schon bald wieder im GymFit. Bis bald. My Phantom by Jana Spray. 45 seconds. Be ready. Hallo und herzlich willkommen bei My Phantom. Mein Name ist Jana und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In den nächsten 50 Minuten geht es darum, den gesamten Körper zu kräftigen, aber vor allem die Problemzonen, Bauch, Beine und Po. Du möchtest gleich loslegen? Kein Problem. Zieh dir was Bequemes an, schieb deine Möbel zur Seite und lege direkt los. Ich und das gesamte Phantom Master Trainer Team freut sich, mit dir zu trainieren. Und wenn sich das Training gut anfühlt, solltest du das unbedingt wiederholen. Trainiere regelmäßig, dreimal in der Woche. Und wenn du weitergehen möchtest, dann schau auf myphantom.com und such dir ein spannendes Workout aus. Bist du ready? Gib mir bitte zweite Position, Knie nach außen. Heb dein Brustbein hoch und aktiviere die Körpermitte. Ich zeige dir im Training 1, 2 bis 3 verschiedene Levels. Starte immer mit dem Level 1 und erhöhe die Belastung, wenn du dich sicher fühlst und die Technik stimmt. Körpermitte aktiv, Kopf nach rechts, rechts, links. Noch 4, 3, das Ohr zur Decke, komm hoch. Noch 2, atme ganz tief ein. Nach unten rollen, go down, down und ab nochmal vom Hoch, einatmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus, komm nach unten, tief, hoch die Hände auf die Schultern, komm tief und hoch. Die Ellenbogen zeigen nach vorne, deine Knie sind fix und die Körpermitte aktiv. Denk dran, die ganze Zeit hast du eine Rumpfspannung. Komm nach rechts und in die Mitte. Halte in der Mitte an. Folge den Händen mit deinem Blick. Bisschen schneller. Komm, side, side, side. Deine Knie sind fix und am Ort. Streck die Arme. Strecken. Große Bewegung. Noch 4, 3. Die Arme in eine 8. Liegende 8. Von Seite zu Seite schwingen. Swing, swing. Alles klar? Deine Körpermitte ist aktiv. Denk an deine Atmung. Noch 2. Stütz auf den Knien ab, roll nach unten. Mobilisiere nochmal deine Wirbelsäule. Nochmal. Ein bisschen schneller. 4. 3. 2. Komm hoch. Achtung, wir gehen runter. Komm auf die Knie in ein Vierfüßler. Hände sind unter den Schultern. Heb die Knie hoch. Aktiviere die Körpermitte, es ist alles aktiv. Ready? Streck die Beine, komm in die Brettposition und halte hier. Die Schultern sind direkt oberhalb von den Händen und deine Körpermitte ist ganz, ganz fest angespannt, hart wie ein Stein. Okay, komm nach oben. Aufrollen, einatmen. Lass die Arme auf der Seite, rechtes Knie geht hoch, komm rechts. Wir mobilisieren die Hüfte und bereiten alle Gelenke vor auf die kommende Leistung. Das ist wichtig. Wir können nicht einfach loslegen. Vorbereitung gehört dazu. Fußflex, flex, flex und point. Fußinnenseite anheben. Innen, außen, innen, außen. Noch 2. Nimm das rechte Knie hoch. Swing. 4. 3. Zweimal Beine schließen, linkes Bein nach oben. Komm, links. Bereite die Hüfte vor und mach einen großen Kreis. Schau, dass dein Knie zur Seite schaut. Öffne noch ein bisschen mehr. Linke Fuß nach vorne, Fuß flex. Flex, point. Aha. Flex,
Point, Fußinnenseite heben. Dein Fußgelenk muss ready sein. Und wir haben es gleich. Linkes Knie nach vorne, swing. 4. Dreimal. 2. Öffne die Position, rechter Arm zur Seite. Komm, 8. Große Bewegung. Noch mehr. Komm, noch größer werden. Noch 4. 3. 2-mal. Beide Arme hoch, swing down. Up. Up, down. Noch 2. Nimm die Fersen hoch. Up. 3. 2-mal. Linke Arm side. 8. Atme. Immer größer werden, wenn es für dich möglich ist. 4. 3-mal. Aha. Beide Arme hoch. Up. Swing down. Wenn du dich wohlfühlst, nimm die Fersen hoch. 4. 3-mal. 2. Lass die Arme oben. Öffne. Schieb die Arme zurück. Die Schultern setzen. Komm mit einem großen Kreis zurück. Go back. Schultern nach hinten. Atme ein. Und schließ die Beine. Wir federn. Schön am Ort. Wir gehen weiter und erhöhen jetzt die Herzfrequenz. Wenn es dir zu viel sein sollte, du kannst jederzeit Pause machen. Es sind kleine, federnde Bewegungen. Okay? Bleib dran. Körpermitte ist aktiv. Die Arme sind locker. Aha. Federn. Geh ein bisschen weiter nach hinten von deiner Matte, sodass du einen Platz für einen Schritt nach vorne hast. Rechtes Bein nach vorne. Schau, rechts, links. Aha. Schön langsam federn. Dein Oberkörper ist aufgerichtet. Noch 4-mal. Noch 3. Weiter atmen. Gib mir noch 2-mal langsam. Front, schnell. 4, 3, 2, 1. Schnell. Aha. Nochmal. Gut, wir machen genau das Gleiche zur Seite. Langsam, schnell. Hopp. Super. Langsam, schnell. Aha. Langsam. Schnell. Nochmal von Anfang an. Komm nach vorne. Front, schnell. Front, schnell. Nochmal. Okay. Und jetzt zur Seite. Langsam. Alles gut. Schnell. Langsam. Schnell. Was macht dein Puls? Jetzt langsam, ha? Huh? Okay, bleib bitte noch eine Runde dabei. Komm nochmal nach vorne. Front. Aha. Durchhalten. Eine warme Muskulatur ist wichtig für die kommende Leistung. Versprochen. Nochmal zur Seite. Du werdest sehen, dass es sich gut anfühlt. Aber jetzt müssen wir vielleicht auch mal kämpfen. Noch 2. Seite. Last time. Kurze Pause. Step touch. Arme hoch. Atme. Step touch. Was meint ihr? Noch 2 Runden sind drin, oder? Ja, oder? Okay. Bein nach vorne. Front. Schnell. Es hört sich immer so einfach an, hm? Und zuschauen reicht nicht. Gell, du musst dich schon bewegen. Komm zur Seite. Seit. Schnell. Also, wir sind hier beim Funtown Basic oder Bauchbeine Po. Das kennst du. Und darüber hinaus gibt es viel, viel mehr. Komm nach vorne. Je trainierter du bist, desto mehr schaffst du. Und desto schneller sind deine Trainingsresultate. Und nicht nur schneller, sondern sichtbar. Zur Seite. Schnell. Seit. Also ich glaube, also ich bin warm. Wie geht es euch? Schon, oder? Okay. Last time.
Rechter Arm zur Seite, langsam. Bleibe. Lang. Schieben. Lösen. Linke Arm. Links. Lang. Komm zurück. Atme ein. Lass die Arme oben, Oberkörpervorlage. Schieb zurück, komm tief. Okay, nochmal. Halte, schieben, komm zurück, schließ die Beine. Gut gemacht und jetzt wird's ernst. Wir starten mit der Kräftigung für Beine und Gesäß. Unser Ziel sind schnelle und schlanke Beine. Wir wünschen dir viel Erfolg. Gib mir bitte das rechte Bein nach hinten. Komm tief und überprüfe, ob dein Knie hinter der Fußspitze ist. 90 Grad Winkel vorne und hinten sind wichtig. Knie weg vom Boden, Schultern zurück. Wir starten im Level 1 und du kannst immer da bleiben. Oder mitkommen. Achtung, Tap Front, Lunge Back. Oberkörper aufrecht. Mach einen großen Schritt zurück. Und die Ferse hinten, die bleibt immer oben. Magst du mehr? Ja, dann nimm das Knie hoch. Knie ab, Lunge Back, up, back. Oberkörper aufgehoben, Brustbein ist oben. Noch vier. Noch mehr? Oder reicht's? Mehr. Level 3, Kick Front. Front, down, front, down. Noch vier. Dreimal. Zwei. Lösen. Beine lockern. Lunge zur Seite, breite Position. Denk dran, Fußspitze und Knie zeigen immer nach vorne. Setz dich hin. Knie hinter der Fußspitze, Hände hinter den Kopf. Tap nach links. Lunge down. Achtung. Das linke Bein, das Knie, ist wie im Gips. Lass das Bein gestreckt die ganze Zeit und setz dich hin. Nimm das Knie hoch, Level 2. Klappt das? Wenn nicht, bleib hier beim Level 1. Ist völlig okay. Aha. Mach weiter. Und wenn es noch besser geht, nimm die Arme hoch. Hoch, tief. Up und down. Super. Setz dich auf einen Kinderstuhl, der ist ganz tief. Komm noch tiefer mit dem Gesäß. Yes, noch vier, drei, lösen, Beine locken. Change side. Linkes Bein zurück, das Knie ist wieder hinter der Fußspitze. Dein Brustbein ist hoch oben, Körpermitte aktiv, Schulterblätter in den Hosentaschen. Knie ab, tap front, tap. Level 1, die Levels sind wichtig, damit du besser wirst und damit du deine Trainingsresultate erreichst, sollst du immer in den Levels arbeiten. Knee up, Knie, Lunge back. Mach einen großen Ausfallschritt zurück. Vorne und hinten hast du einen rechten Winkel. Lass die hintere Ferse immer oben. Noch mehr? Kick it, kick, kick, kick. Nur noch vier. Atme. Klar kannst du jederzeit Pause machen. Aber setz wieder an. Lösen. Die Übung auf die andere Seite mit dem Ausfallschritt zur Seite. Knie, Fußspitze nach vorne. Setz dich nach links. Hände hinter den Kopf. Die Ellenbogen zurück. Achtung, Level 1. Tap. Go, go, go. Okay, kontrolliere wieder das rechte Bein. Das rechte Bein, das Knie ist wie in einem Gips. Versuch dich nach oben stoßen, deinen gesamten Körper hoch. Okay, Knie ab. Up, down. Das ist der Level 2. Wenn es jetzt schon zu viel ist, bleibe beim Tap. Völlig okay. Knie. Knie. Aha. Arme hoch. Here we go. Up, hinter dem Kopf. Yes. Up, down. Letzte vier. Vier. Drei. Noch mehr strecken. Und lösen. Super. Weiter geht's.
Die nächste Übung ist für die Kräftigung von der Oberschenkel außen und Innenseite. Wir gehen zum Einbeinstand. Und das Ziel ist, dass du auf einem Bein so lange wie möglich stehen bleiben kannst. Rechtes Bein nach hinten, das linke Bein zurück. Brustbein heben und die Körpermitte ist aktiv, hart. Standbein aktiv gestreckt. Arme hoch. Die Schultern setzen und die Schulterblätter nach unten schieben. Heb das hintere Bein ab und komm langsam in die Flugzeugposition. Komm nach vorne. Bleibe hier, halte. Du musst gar nichts mehr tun, nur halten. Und wenn du mehr willst, komm mit uns den rechten Arm nach hinten. Langsam zurück. Wechseln. 4, 3, 2, wechseln. Lange Arme. Schön langsam, lass dir Zeit. 4, 3, die Arme ein bisschen schneller. Front, back. Front, alles gut? Standbein immer aktiv halten. 2, lösen. Rest. Gleiche Position, hüftbreit und die rechte Fußspitze aufstellen. Arme zur Seite, stolze Haltung. Körpermitte wieder aktiv. Nimm das rechte Knie hoch. Rotier zum vorderen Bein. Bleibe hier. Halte. Schultern tief. Bleibe hier. Du musst nichts mehr tun. Schau bitte, dass die vordere Hand nach vorne zeigt und hintere zurück. Versuch die Rotation öffnen und vielleicht noch ein bisschen mehr vergrößern. Beachte, dass deine Hüfte gerade bleibt. Und dass dein Knie immer noch nach vorne zeigt. Wir haben es gleich. Noch 15 Sekunden. Nur halten. Das Ziel ist, damit dich nichts mehr aus dem Gleichgewicht bringt. Und wenn du regelmäßig trainierst, dann klappt es ziemlich schnell. Lösen. Good job. Die Übung A auf die andere Seite. Linkes Bein zurück. Rechtes Bein zurück, Arme hoch. Wir stehen auf dem linken Bein. Das Gewicht nach vorne verlagern. Nochmal die Flugzeugposition. Slowly. Go. Halte die Position. Bleibe hier. Das Standbein ist aktiv gestreckt. Und wenn du mehr möchtest, nimm deinen linken Arm nach hinten. Langsam. 4, 3, 2, change. 4, 3, 2, change. Klappt das? 4, 3, die Arme ein bisschen schneller. Schau bitte, dass in dieser Position dein Becken gerade bleibt. Und wenn du das mehrmals gemacht hast, streck dein Standbein hoch. Schau, bei den Mädels komplett in der Streckung. Lösen. Jawohl. Erste Übung. Bist du auch so am Schwitzen wie ich? Ja? Wie sieht es bei euch aus? Das andere Bein. Linkes Bein nach vorne. Arme zur Seite. Linkes Knie ab. Bleibe hier. Rotier zum vorderen Bein nach links. Bleibe hier. Streck die Arme. Und halte die Position. Der Schlüssel für diese Bewegung ist die Körpermitte. Wenn du hier anspannst und alles hart ist, wird dir das helfen, um stabil zu sein. Warum? Weil deine Wirbelsäule stabil ist, wie ein Mast und schön aktiv. Ja? Öffne noch ein bisschen mehr, streck sogar die Arme. Öffne die Hände, spreize die Finger und dann hast du die beste Position. Halten, atmen. Wir haben es gleich. Lösen. Good job. Super. Wir haben jetzt etwas für die tiefliegende Muskulatur gemacht und gehen weiter zum Bauch. Ready? Komm auf die Seite. Kopf kommt zur Mitte. Du kannst dich auch zu uns seitlich drehen. Wenn du möchtest, dann siehst du es ein bisschen besser. Die Hände kommen direkt unter die Schultern. Dein Gewicht verlagerst du nach vorne. Wichtig ist, dass du jetzt ein Gurt anziehst oder eine Corsage. Dein Bauch, dein Rumpf muss jetzt aktiv sein. Okay? Für die schlanke Taille, da geben wir jetzt alles, oder? Achtung, rechte Hand zur linken Schulter, langsam.
Zurücksetzen. Change. Zurücksetzen. Es fühlt sich noch gut an, oder? Achtung, wir gehen in den Level 2. Bitte streck die Beine, wenn es möglich ist. Change. Langsam. Gewicht verlagern. Körper mit aktiv. Level 3. Tempo. Side. Aha. Hand zur Schulter. Hand zur Schulter und wieder setzen. Letzte 4. Aktivier die Körpermitte. Dein Bauch ist hart wie ein Stein. Noch 2. Eieiei. Child Pose. Rest. Rest. Also ich schwitze, ich weiß nicht wie ihr. Wir machen weiter mit dem Bauch. Die Unterarme auf den Boden, Ellenbogen unter die Schultern. Streck die Beine, ja, strecken, jetzt musst du. Schultern vor die Ellenbogen, auf 2, 2. Langsam zurück. Du bist wie ein Messer, wie ein Brett, gehst du nach vorne. Alles gut. Kämpfe. Dobre, ja. Tempo. 8. Aber ich habe für euch noch so eine Kirsche auf der Sahnetorte. Bist du bereit? Noch 4. Schon lange. Noch 2. Halten. Stopp. Jetzt halten wir 15 Sekunden. Der Weltrekord liegt weit über 8 Stunden, gell? Also sind 15 Sekunden gar nichts. Halte, aktiviere die Körpermitte. 4, 3, Child Pose. 1, rest, rest. Die erste Übung. Hände unter die Schultern. Starte auf den Knien wieder. Wir gehen mit der linken Hand zu der rechten Schulter. 2, 2. Langsam. Setzen. Langsam. Achtung, stoß dich weg vom Boden. Schulter. Stoß dich weg. Schulter. Streck die Beine. Level 2. Wechseln. Setzen. Achte bitte drauf, wenn du mit den Händen zurückkommst, dass du sie direkt unter die Schultern platzierst. Nochmal, Level 3. Hey Team, Tempo. Aha. Schieben. Körpermitte aktiv. Noch 4. Noch 3. Also sie sind auch am Leiden, nicht nur du. Child Pose. Zweite Übung nochmal, die Säge, so heißt die. Komm auf die Unterarme und bei dieser Übung musst du die Beine strecken. Das geht leider nicht anders. Strecken, Achtung, Schultern vor die Ellenbogen. 2, 2. Aha. Front. Schau bitte, dass du während der ganzen Übung die Körpermitte komplett aktiv hast. Schieb dich weg vom Boden. Tempo, bisschen schneller. Go, Front. 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 Es zerläuft alles, siehst du's? Front. Meine ganze Wimperntusche ist dahin. Achtung, einfrieren. Halten. Aha. Also, wenn du gute, wasserfeste Wimperntusche hast, call me. Ja? Halten. Und lösen. Super. Das ist jetzt der Bauch gewesen. Wir gehen weiter zu den Beinen und Gesäß. Und da habe ich natürlich was Schönes für dich bereit. Komm hoch. Ich schwitze. Okay, gut. Jetzt rechtes Bein nach vorne, linkes Bein zurück. Schau, die hintere Ferse bleibt oben. Du musst mir es versprechen. Okay, komm hoch. Arme zur Seite. Brustbein heben, Körpermitte aktiv, das Knie ist hinter der Fußspitze. Auf 2, 2, slowly, go down, down und ab. Komm tief. Wenn es dir hier schon genug ist, dann bleib dabei. Aber wenn du mehr machen möchtest, ihr nicht. Singers, go down und ab. Aha. Tief und hoch. Noch 4 Mal. Denn jetzt kommt das Besondere. Und du versprichst mir, dass die hintere Ferse in der Luft bleibt. Knee up. 8, 7. Die linke Po-Hälfte aktivieren. Spann sie an.
Noch vier. Roll über die Ferse vorne ab. Noch zwei. Und jetzt kommt meine Lieblingsübung. Rest, rest. Komm vor die Matte, sodass die Matte hinter dir ist. Rechtes Bein über das linke überkreuzen. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg und schimpfe nicht. Es kommt, aber es braucht Zeit. Arme tief. Three, auf zwei two, nach oben. One, ab. Go. Und tief. Easy, gell? Ja. Okay. Also nicht alle schaffen das. Ah. Go up. Schau, komm hoch. Ab. Du darfst abstützen. Wenn du möchtest, benutze die Hände. Okay? Aber die Profis, die machen es eben ohne. Noch vier. Geht das? Kannst du aufstehen? Du solltest, egal wie alt du bist. Übe es, das kommt sicher gut. Also die sind alle schon viel zu alt. Lösen! Kommt hoch, soll ich dir helfen? Okay, zweite Position. Wieder hüftbreit, rechtes Bein zurück. Die Ferse bleibt oben. Arme side, go up. Zwei, zwei, here we go. Down. Das vordere Knie ist immer hinter der Fußspitze, denk dran. Aha. Down. Up. Achtung, Singers. Here we go. Acht. Sieben. Wenn es alles noch gut ist, dann bleib hier. Und vielleicht möchtest du eine Challenge. Challenge für dich. Are you ready? Lift up. Acht. Über die Ferse. Siehst du das? Down. Zuerst die Ferse setzen und die Bewegung bremsen, dass dein Körper geschützt ist. Super. Lösen. Die Lieblingsübung, andere Seite. Bitte jetzt das andere Bein nach vorne, denn das vorher, das Bein, das war deine Schokoladenseite. Jetzt wird's nur noch schlechter. Arme. Tief. Go down. Ab, ab. Hoch. Auf zwei, zwei. Wenn du mit uns länger trainierst, kannst du sofort dich auf die Matte setzen und aufstehen. Dann direkt mit dem Level 3 starten. Ansonsten Step by Step. Go down auf die Matte. Stütz ab. Die Hände helfen dir. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, dann lass es weg. Up. Und down. Up. Und down. Klappt das? Einfach mal üben. Lösen. Good job. Jetzt kommt die vordere Kette, Brust, Schulter, Arme und die Rumpfmuskulatur. Dreh dich Richtung Mitte. Wir gehen zum Push-Up. Und ein Push-Up ist nur dann gut, wenn die Nasenspitze bis auf den Boden kommt. Und da ich dich nicht sehe, muss ich auf Nummer sicher gehen, dass du es tust. Deshalb habe ich eine gute Übung dafür. Hände unter die Schultern, Knie auf den Boden. Wir starten zuerst auf den Knien und gehen in ganz normale Push-Up tief. Geh so tief, wie du kannst, dann passiert nichts. Komm nach unten, streck die Arme tief. Strecken. Push-up. Und? Tief genug, oder? Go up. Wenn du nach oben gehst, aktiviere die Körpermitte. Ganz, ganz wichtig. Bleib im Level 1. Level 1 heißt einfacher auf den Knien. Aber du kannst jede Zeit auch die Beine strecken. Team, was meint ihr? Liegen vier Liegestütze drin? Vier Stück gestreckt. Down. Up, hammet, down, strecken, push up, down, strecken, last time. Einfacher wie auf den Knien, ja. Child's Pose, streck die Arme ganz weit nach vorne, ganz weit, lange Arme. Die zweite Liegestütze ist nach vorne und wieder zurück in die Position. Komm nach vorne, tief. Child Pose. Front. Konzentriere dich auf die Streckung der Arme, wenn du zurückgehst. Arbeite
groß. Range of Motion nennen wir das. Lange, große Bewegungen. Ich glaube, da ist gut. Hm? Ja? Okay, aber wenn du mehr möchtest, dann geht das natürlich. Achtung! Streck das rechte Bein. Strecken. Das linke Bein. Strecken. Nochmal rechts. Ja? Ich glaube schon. Wie sieht's aus? Ja, ja, ja. Okay, Child Pose. One. Rest. Rest. In die erste Übung gehen wir zurück und wir starten auch wieder auf den Knien. Komm nach vorne, Hände direkt unter den Schultern, Körpermitte aktiv. Singles, go down, streck die Arme. Komm nach oben, push up, down, hoch. Wichtig ist, wenn du von unten nach oben gehst, aktiviere die Körpermitte, hänge nicht durch. Versuch alles straff und aktiv halten. Ja? Also ich glaube, das auf den Knien gefällt heute allen. Nichtsdestotrotz braucht der Körper regelmäßig eine Challenge. Und deshalb bist du mit uns. 4 Stück. Die Beinchen strecken. Arriva. Down. Strecken. Push up. 3. Push up. Letzte 2. Last time. Child Pose. Und? Also sie schwitzen alle. Ich hoffe, du auch. Streck die Arme. Child Pose Liegestütze. Komm nach vorne langsam. 2-2. Let's go. Front. Down. Up. Wenn du mehr machen möchtest, unbedingt mit gestreckten Beinen starten möchtest, do it. Das ist kein Thema. Huh? Aber sonst bleib im Level 1. Front. Down. Und tief. Schau. Beine gestreckt. Das geht genau gleich. Da, okay? So ist dein Level von Anfang an höher. Ansonsten das linke Bein hoch. Links, down, up. Denk an die Körpermitte. Aktiviere sie die ganze Zeit. Und stoß dich immer schön weg vom Boden. Dann kommt das gut. Letztes Mal. Front, down und lösen. Jawohl. Jetzt kommt die hintere Seite, denn die vordere Kette haben wir gekräftigt. Aber die Rückenmuskulatur ist ebenfalls sehr, sehr wichtig. Denn wenn du eine schmale Taille haben möchtest, darfst du nicht nur hier trainieren, sondern wichtig, auch hinten. Komm auf den Bauch, streck die Arme zur Seite, heb dein Brustbein hoch. Zwischen Kinn und Brustbein tust du einen Tennisball einklemmen und dein Blick zeigt immer nach unten. Die Beine sind gestreckt und lang. Führe die Ellenbogen an die Körperseiten. Langsam. Schulterblätter zusammenziehen und die Arme strecken. Schulterblätter zusammen, strecken. Zusammenziehen. An die Körperseiten. Wenn es gut geht, heb dein Oberkörper an. Ab. Und zurück. Schau, dass dein Rücken immer breit ist. Du gehst hier, lange, große Bewegung. Noch 4-mal. In unseren MyPhantom Workouts findest du viele unterschiedliche Übungen für jede Muskelkette. Schau einfach rein und such dir genau das Richtige für dich aus. Dein Lieblingsworkout. Wir haben viel zu bieten. Lösen, bleib da. 90 Grad Winkel. Die Daumen zeigen nach oben. Die Beine hinten sind überkreuzt. Achtung, zunächst die Schulterblätter zu der Wirbelsäule führen und zurück. Up. Denk an deinen Tennisball. Die Körpermitte ist aktiv die ganze Zeit. Die Unterarme zur Decke, 90 Grad Winkel bleibt vorhanden. Achtung, der Oberkörper kommt dazu. Go up. Und down. Heben und tief. Schön die Schulterblätter immer noch Richtung Wirbelsäule ziehen. Dein Blick bleibt unten. Achtung, Füße zur Decke. Oberschenkel weg vom Boden. Gesäß aktivieren. Up, up, down. Die letzten 2. Schieben. Last time. Eieiei. Lösen. Komm hoch. In den Vierfüßler.
Wirbelsäule mobilisieren, eine Gegenbewegung und zurück. Komm in die Ausgangsposition. Streck die Arme zur Seite, Daumen nach unten. Achtung, Rotation, die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule. Breite Rücken, streck die Arme weit. Ellenbogen an die Körperseiten führen. Und jetzt gehen wir weiter, der Oberkörper kommt mit. Rückenstrecker aktivieren, Blick auf den Boden. Denk an den Tennisball zwischen Kinn und Brustbein. Tennisball einklemmen und immer die Halswirbelsäule in der Streckung behalten. Das ist wichtig. Letzte vier, ab. Ein Handtuch ist für das Training immer wichtig. Man schwitzt viel, du siehst, obwohl wir bei einem Basic Workout sind. Lösen! Die Übung B nochmal. Aufgebaut, wieder vom Level zu Level. Daumen, deine Daumen zeigen zur Decke. Die Beine sind überkreuzt. Ready? Schulterblätter zu der Wirbelsäule. 2-2. Ab. Denk an die Körpermitte, sie ist aktiv. Versuch die Bewegung vergrößern, die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule ziehen. Noch ein bisschen mehr. Achtung, Oberkörper mitnehmen, den Rückenstrecker aktivieren. Nochmal, öffnen. Und ab. Komm hoch. Atme weiter. Wir gehen in den Level 3. Die Füße zur Decke. 4. Down. 3. Aha. Last time. Und geschafft. Komm hoch. Geht's dir gut? Immer noch am Schwitzen? Du kannst jede Zeit das Workout einfach abschalten und kurz was auf eine Pause drücken und kurz was trinken gehen. Mach Pause immer dann, wenn du sie möchtest, aber das Team hat keine Pause verdient. Komm auf die Unterarme, alles klar? Körperstreckung, Gesäßmuskulatur, ready? Ellenbogen unter die Schultern, Knie unter die Hüfte. Streck das rechte Bein und den linken Arm aus. Alles in die Luft, auf zwei, zusammen, ziehen. Bitte achte jetzt auf etwas Wichtiges. Die Körpermitte bleibt aktiv. Schau, so nicht. Okay? Es ist alles fix. Hier, Körpermitte ohne Bewegung. Die Wirbelsäule gerade halten, neutral. Schön ruhig in der Körpermitte. Wichtig, ziehen. Strecken. Ziehen. Strecken, bisschen schneller, komm. 8, 7, 6, 5, die letzten 4. 4, streck das Bein. 3, nur noch 2 und lösen. Rest. Noch mehr Gesäß? Ja, oder? Die Füße zeigen Richtung Mitte, wir gehen auf den Rücken. Jose, bist du am Schwitzen? Fersen aufstellen. Arme an die Seiten, Gesäß auf 2-2 hoch. Down. Wie hoch ist hoch genug? So lange, bis deine Körpermitte aktiv bleibt. Okay? Achtung, das rechte Bein über das linke, überkreuzen. Ab. Und down. Aktiviere die Körpermitte auch jetzt und schieb dein Gesäß nach oben. Easy going, oder? Bisschen schneller. Singles. Here we go. 8, 7, 6. Das sind die letzten 4. Nur noch 4. Nur noch 3. Letzte 2. Lösen. Komm hoch. Change side. Komm in die Position von vorher. In den Vierfüßler. Die Ellenbogen kommen direkt unter die Schultern. Die Knie direkt unter die Hüfte. Streck das linke Bein und rechten Arm. Zusammenziehen auf 2-2. Lass dir Zeit. Weniger ist mehr. Aktiviere die Körpermitte. Hier. Hart wie ein Stein. Die Wirbelsäule bleibt gerade. Okay? Gut. Strecken. Heranziehen, strecken. Und wenn
möchtest und deine Körpermitte aktiv ist, geh ein bisschen schneller. Here we go. Noch 8. 7. 6. Das sind die letzten 4. Komm noch 4-mal. 3. 2-mal. Lösen. Okay, change side. Komm auf den Rücken. Stell die Fersen auf, hüftbreit. Leg dich auf den Rücken, die Handflächen zeigen nach oben. Achtung, dein Becken auf 2 nach oben, hoch. Down. Schieben. Denk dran, weniger ist meistens mehr. Die Bewegung ist bis hier völlig okay. Linkes Bein über das rechte kreuzen. Here we go. Go up. Denk dran, die Fußspitze ist oben, die Ferse ist aufgestellt. Schieb die Ferse kräftig in den Boden. Du willst mehr? Lass uns schneller gehen. Sing es. Die letzten 8. Here we go. Noch 8. 7. 6. 5. Die letzten 4. Weißt du, dass wir das gleich geschafft haben? Aha. Nur noch 2. Lösen. Good job. Und jetzt kommt die letzte Station und zwar, wir trainieren die Bauchmuskulatur. Jetzt dauert es nicht mehr lange und dann ist das Workout beendet. Deshalb, gib alles, wir sind fast am Ende. Die Beine hoch, kreuzen, Hände hinter den Kopf, die Schultern weg vom Boden, die Schulterblätter bleiben. Lass die Ellenbogen offen und in einem Kreuz wird gerade eine Ameisenstraße aufgebaut. Lass die Kleinen am Leben, okay? Achtung, komm nach oben und zu uns. Komm hoch, nach vorne, geh zurück. Leg dein Kopf richtig in deine Hände zurück. Komm nach oben, vor, geh nach hinten. Ein bisschen schneller, Tempo, here we go. Was machen deine Ameisen? Sind sie noch am Leben? Sie schreien schon um Hilfe und bekommen keinen Sauerstoff mehr. Aha. Okay, noch 2. Komm in die Mitte, Brustbein hoch zur Decke. Achtung ab. Eine kleine Bewegung, siehst du das? Klein ist besser wie zu groß. Lass die Ameisen am Leben. Lass ihnen genug Luft, um weiterzuarbeiten. Lösen. Beine runter. Die zweite Übung ist Crisscross. Nimm die Beine hoch, 90 Grad Winkel. Hände hinter den Kopf, Schultern weg vom Boden. Ready? Du kommst hoch und zu uns. Schau, streck das Bein zur Mitte. Nach hinten, Front. Nach vorne, nach hinten. Achtung, lass die Knie oberhalb vom Becken. Front, streck den Arm dazu. Komm, atme. Sehr gut, schön weiter atmen. Noch 4. 3. Fühlst du dich wohl? Wenn du mehr möchtest, komm mit uns, Singers. Here we go. 8. 7. Es ist nicht wichtig, wie weit deine Hand kommt. Es ist wichtig, dass die Knie oberhalb vom Becken bleiben. Aha. 4. 3. Lösen. Spürst du's? Falls du Stress im Nacken bekommst, lass die Hände immer hinter dem Kopf. Nimm die Beine hoch, überkreuzen. Hände hinter den Kopf, Schultern weg vom Boden, komm hoch und nach vorne, langsam. Denk an die Ameisen, die Körpermitte ist aktiv. Was wir damit erreichen möchten, ist, dass du aus einer neutralen Position der Wirbelsäule in die Kräftigung gehst. Achtung, Tempo, bisschen schneller, Side. Atme aus beim Hochgehen und beim Runtergehen ein. Noch 4, ausatmen. Ausatmen. Noch 2. Wir gehen in die Mitte, Brustbein zur Decke. Go up und down. Lass die Ellenbogen offen. Falls du immer noch Stress im Nacken hast, kannst du deinen Kopf auch in dein Handtuch legen. Und dann geht die Übung viel einfacher. Lösen. Alles klar? Crisscross. Das sind die letzten 45 Sekunden. Beine 90 Grad. Hände hinter den Kopf. Die Schultern weg vom Boden. Are you ready? Auf 2-2. Langsam Front. Das Bein strecken. Go back. Lass die Ellbogen offen.
offen lassen. Rotier zur Seite. Nimm den Arm dazu, aber nur dann, wenn du keinen Stress im Nacken hast. Ansonsten dabei bleiben bei der Übung davor. Huh? Schau, die Hände würden einfach hinter dem Kopf bleiben. Alles okay. Schneller. Sing us. Here we go. Side. Auch ohne Arme funktionieren die Singles gut. Schau. Ja. Du musst die Arme nicht unbedingt strecken. Aber wenn es besser geht, nimm sie mit. Und geschafft. Wow. Good job. Wir dehnen jetzt die Muskulatur, die wir gekräftigt haben. Und dann hast du dir eine richtig, richtig schöne Dusche verdient, denn dann ist dein Workout beendet. Aber denk dran, 2 bis 3 Mal in der Woche ist es notwendig, um deine Trainingsresultate zu erreichen. Beide Beine aufstellen und in die Arme nehmen und von Seite zu Seite bewegen oder vielleicht kreisen, genau das, was jetzt für dich angenehm ist. Das, was sich gut anfühlt, das sollst du jetzt tun. Bleiben. Beide Beine aufstellen, das rechte Bein hoch, auf der Wade halten und kräftig zu dir ziehen. Die Fußspitze im Wechsel anziehen und wieder lösen. Lass die Schultern unten. Zieh das Bein kräftig zu dir heran. Und denk dran, das Dehnen ist ganz, ganz wichtig. Als Abschluss gehört das zu jedem Training dazu. Deshalb abschalten ist verboten. Schön heranziehen und den Beinbeuger dehnen. Zieh das Bein kräftig zu dir heran. Noch ein bisschen mehr. Streck die Fußspitze und streck das untere Bein am Boden entlang aus und beweg die Fußspitzen und Fersen nochmal. Schön in der Bewegung bleiben, die Schultern tief. Kurz anhalten, nimm das linke Bein hoch. Greife um und bring das vordere Bein, das rechte Bein zurück und die Fußspitzen im Wechsel anziehen und wieder lösen. Lass die Schultern unten, öffne deinen Brustkorb, atme. Kurz anhalten. Das linke Bein hoch, das rechte Bein über das linke kreuzen, so dass dein Fußgelenk in der Luft ist. Zwischen den Beinen greifen und greife zunächst unter dem Knie. Zieh die Beine kräftig zu dir heran. Fühlt sich das gut an? Möchtest du mehr? Dann greife auf dem Knie und greife nach vorne und zieh jetzt ganz kräftig zu dir heran. Schultern tief. Beweg die Beine langsam von Seite zu Seite und spür, wo für dich diese Dehnung am intensivsten ist. Dort bleiben und kräftig heranziehen. Es ist Dehnung für die Oberschenkelaußenseite und für die tiefliegende Gesäßmuskulatur. Zieh noch kräftiger zu dir heran. Lass los und zieh nochmal. Ganz kräftig ziehen. Loslassen, die Seite wechseln. Zwischen den Beinen greifen, zunächst unter dem Knie, zieh beide Beine ganz kräftig zu dir heran, Schultern tief. Wenn du bereits beweglicher bist und im Moment noch nichts spürst, greife bitte auf dem Knie und zieh die Beine kräftig zu dir heran, Schultern tief. Beweg die Beine von Seite zu Seite und bleibe bitte dort, wo sich es für dich persönlich am intensivsten anfühlt. Leider sehe ich dich nicht. Aber ich denke, wenn du deinem Gefühl folgst, dann spürst du die Dehnung intensiv. Zieh die Beine noch mehr zu dir heran. Lösen, streck die Beine, greife innen und öffne nach außen. Beuge die Beine und zieh die Knie zu dir heran. Lass die Knie am Ort und streck von hier aus die Beine. Schultern tief, atme, noch mehr nach außen schieben, lösen, die Beine außen greifen, schließen, beide Beine aufstellen, die Arme zur Seite legen und das vordere Bein, wo zu uns zeigt, strecken.
Nimm das hintere Bein hoch, greife auf dem Knie und rotiere nach vorne zu uns. Leg das Knie auf den Boden ab. Streck deinen Arm hoch, so weit wie du kannst. Kopf hoch und öffne. Schieb deinen Arm in die Ecke hinter dir zurück. Bitte achte darauf, dass dein Knie unten auf dem Boden bleibt. Deine Handfläche schaut zur Decke nach oben. Öffne deinen Brustkorb. Es ist Dehnung für die Brustmuskulatur und für die seitliche Rumpfmuskulatur. Beachte unbedingt, dass dein Arm in die Diagonale zeigt. Nicht zur Seite, da spürst du nichts, sondern nach oben. Lösen, komm langsam zurück. Beide Beine aufstellen, die Arme zur Seite und jetzt das hintere Bein strecken. Das vordere Bein halten und rotier weg von uns. Knie auf den Boden legen, streck dich und öffne. Schieb deinen Arm in die Ecke hinter dir zurück. Und wenn es möglich ist, folge deiner Hand. Schau, dass du in die Diagonale deinen Arm führst, nicht hier, sondern nach oben. Deine Handfläche zeigt zur Decke, dein Handrücken Richtung Boden. Und lösen. Komm langsam wieder zurück. Die Beine aufstellen, unter dem Knie halten, Kinn auf die Brust. Komm hoch, setz dich hin und dreh dich nach vorne zu uns. Die Fußsohlen vorne schließen, Knie öffnen, unter den Knien halten, das Becken kippen und loslassen. Kippen und loslassen. Bleibe vorne, stopp. Dein Kopf nach rechts, das linke Ohr hoch zur Decke und die linke Schulter tief, dein Arm in die Länge. Das linke Ohr geht hoch zur Decke, weit. Brustbein heben, dein Becken noch mehr kippen. Change side. Das Ohr zur Decke. Dein Arm lösen, nach außen rotieren und schieb in die Länge. Das Ohr zur Decke, die Schulter tief. Wenn du einen Spiegel vor dir hättest, wären beide Ohren im Spiegel sichtbar. Schultern tief, dein Becken kippen. Lösen. Beide Beine aufstellen, das rechte und der linke, stütze auf den Boden ab, auf dem Knie, Kopf hoch, schön langsam aufstehen, ich muss auf dich aufpassen, auch wenn ich dich nicht sehe. Komm langsam nach oben, alles gut, Ferse setzen, auf dem linken Bein stützen und dein Becken nach vorne schieben. Wenn du jetzt eventuell Mühe hattest mit dem Blutdruck, steh nächstes Mal langsamer auf. Und nimm die nächste Position erst dann ein, wenn du dich wohlfühlst. Schultern hoch, nach hinten und nach unten. Rotier zum vorderen Bein, egal welches Bein du vorne hast. Schieb dein Becken noch mehr nach vorne. Atme. Lösen, change side. Schieb nach vorne ganz kräftig. Becken kräftig nach vorne. Die Füße sind parallel und die hintere Ferse ist auf dem Boden. Schultern hoch nach hinten und nach unten. Stolze Haltung. Rotation zum vorderen Bein. Streck die Arme. Stell dir vor, jemand zieht dich an den Fingern runter zu Boden. Halte dagegen. Stolz und aktiviere die Rückenstrecker. Atme. Lösen. Komm nach vorne, öffne die Beine, atme ein. Oberkörpervorlage, die Ellenbogen sind höher als die Schultern. Spreize die Finger, die Hände flex. Schieb die Arme zurück. Achte darauf, dass die Ellenbogen höher sind als die Schultern. Komm mit einem großen Kreis zurück. Stütze auf den Oberschenkeln ab. Aufrollen. Atme ein. Schließ die Beine. Und atme nochmal ein, die Handflächen schließen, lang machen. Bauch fest. Komm nach rechts. In die Mitte. Seite wechseln. Lösen und ausatmen. Und, wie geht's dir? Alles gut? Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn es sich jetzt gut anfühlt, dann mach es unbedingt wieder und trainiere 2 bis 3 Mal in der Woche mit uns. Und egal, was dir Spaß macht, vielleicht ist es Bauchexpress, Bauchbeine Po, vielleicht ist es Fettbunner beim Jose oder Phantom Flow bei Eva oder bei Lisa oder vielleicht brauchst du einfach nur Pilates oder Rückentraining. Wir haben alles für dich. Und denk dran, Fitness beginnt in der Küche. Also es nützt nichts, wenn du nur trainierst und die Ernährung nicht stimmt. Also das gehört immer zusammen, Fitness und Ernährung. Auf jeden Fall, wir freuen uns auf dich, wenn du wieder einschaltest und bis bald bei
www.myphantom.com.